Grüß Gott, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und möchte Ihnen von der Gefahr berichten, die von einem Toaster ausgehen kann. Zu mir in die Sprechstunde kam eine Mutter eines knapp dreijährigen Jungen, der zu Hause von ihr den Auftrag bekam, ihr beim Tischdecken zu helfen und dazu eine Gabel aus der Schublade holen sollte. Einen kurzen Moment hatte sie ihn nicht im Blick. Aber dann bemerkte sie, wie sein Körper plötzlich kurz zuckte und er vor Schmerz aufschrie. Gleichzeitig ging das Licht aus. Was war passiert? Der Junge hatte die Gabel in den seitlichen Gehäuseschlitz am Toasterdrücker gesteckt und dabei einen Stromschlag erhalten. Dieses Bild machte die Mutter noch für mich, bevor sie sich auf den Weg in die Sprechstunde machte. Der Toaster war nicht in Betrieb, wohl aber der Stromstecker in der Steckdose eingesteckt. Gott sei Dank ist ihm außer dem kurzen Schmerz nichts Ernstes passiert. Die Sicherung flog sofort raus und der Junge war nicht barfuß im Wasser gestanden, sodass kein Strom durch seinen Körper über das Herz fließen konnte. Sonst hätten Schäden im Erregungsleitungssystem und am Herzmuskel selbst mit gefährlichen Folgen entstehen können. In diesem Fall waren zum Glück nicht einmal Strommarken an den Fingern und Händen zu sehen. Auch sonst war bei dem Jungen alles okay, sodass sich die besorgte Mutter beruhigen und beide wieder nach Hause schicken konnte. Allerdings mache ich mir schon Sorgen, wie leicht dies auch deutlich schlimmer hätte ausgehen können. Offensichtlich ist bei diesem Toaster die Stromschiene selbst im ausgeschalteten Zustand unter Strom und mit einer Gabel sehr leicht zu erreichen. Ich weiß nicht, ob das bei allen Toastern so ist, befürchte es aber. Und deshalb mein Vorschlag an alle Eltern, um solche Unfälle zu vermeiden. Ziehen Sie grundsätzlich den Toaster-Stromstecker aus der Steckdose, wenn Sie den Toaster nicht brauchen. Oder benutzen Sie alternativ eine schaltbare Steckdose. Jedenfalls wünsche ich mir, dass dieses Video dazu beiträgt, weitere Toaster-Stromunfälle zu verhindern.